Ich finde, es wird Zeit, dass Cannabis und der Gebrauch und der Genuss von Cannabis aus einer Schattenwelt herausgenommen wird. Ich möchte an diesem Diskurs gerne teilnehmen. Rapper Sido im Interview mit dem Stern. Im Gespräch redet der Musiker und wohl bekannteste Kiffer Deutschlands unter anderem über seinen Cannabiskonsum, den eigenen Drogenabsturz und seinen Umgang als Vater mit dem Thema Kiffen. Im Video erfahren Sie, warum der deutsche Rapstar sich für eine Diskussion um die Legalisierung von Cannabis stark macht. Ich finde, es wird Zeit, dass Cannabis und der Gebrauch und der Genuss von Cannabis aus einer Schattenwelt herausgenommen wird und das entkriminalisiert wird, dass man nicht mehr kriminell ist, wenn man kifft, dass das nicht mehr so verrucht ist, sondern dass das irgendwie in der Gesellschaft ankommt, weil ich glaube, es hilft. Es ist nicht nur in der Medizin hilfreich, es kann halt Emotionen unterstützen und es kann halt Menschen auch weiterbringen oder entstehen. Ich finde, das ist halt angebracht und darüber sollte man zumindest mal in einen Diskurs gehen und ernsthaft drüber sprechen und das nicht so abtun, als wäre es was Schlimmes. Doch wie stellt Sido sich diese Diskussion konkret vor? Zu dem Diskurs gehört alle positiven Effekte, alle negativen Effekte. Zu dem Diskurs sind Leute eingeladen, die grundsätzlich dagegen sind, Leute, die dafür sind, Leute, die vom Fach kommen, Ärzte und so weiter. Für mich ist jeder eingeladen daran, seine Meinung dazu zu sagen und dass man dann vielleicht am Ende auf einen guten Mittelweg für jeden kommt. Ja, und ich möchte nicht bestimmen, wo dieser Mittelweg ist. Ich möchte an diesem Diskurs gerne teilnehmen. Das gesamte Interview lesen Sie im neuen Stern ab Donnerstag am Kiosk und schon jetzt auf Stern Plus.